Herzlich willkommen bei Naturgemacht. Heute mal ein etwas anderes Video, denn ich möchte dir heute zeigen, wie dreckig und verschmutzt Leitungswasser sein kann. Und ich möchte dir meinen Trinkwasserfilter zeigen, den ich mir genau deswegen angeschafft habe. Viel Spaß dabei! Ja, heute möchte ich euch mal zeigen, warum ich ausschließlich mit gefiltertem Wasser koche und natürlich auch nur gefiltertes Wasser trinke. Ich habe mich da vor ein paar Jahren schon mal mit beschäftigt und diesen Filter hier habe ich mir gekauft vor ungefähr 6 Jahren. Und ich trinke seitdem nur noch das gefilterte Wasser. Der hier braucht keine großartige Installation, ist auch nicht sonderlich teuer. Und man kann sich hier den Hahn einstellen und der wird einfach draußen an den Wasserhahn angeschlossen. Das zeige ich euch gleich. Hier kommt dann das Leitungswasser rein, drin ist ein Filter, der das alles filtert und dann kommt das gefilterte Wasser aus dem Hahn raus. Das hier sind 2 von diesen Patronen, links eine neue Patrone, die tausche ich ungefähr alle 6 Monate und rechts eine Patrone, die schon richtig eklig aussieht, wie ich finde. Das sind ungefähr 6 Monate alt, die habe ich ungefähr 6 Monate benutzt. Und da sind circa 700 oder 800 Liter nur durchgeflossen. Das ist nicht viel, das sind 7 Badewannen. Und der Vergleich ist schon ziemlich eklig. Ich zeige euch aber gleich noch genauer, was dieser Filter alles aus dem Wasser filtert. Hier siehst du unten die Basis des Filters. Der äußere Ring, der so dreckig ist, der hier. Da ist das Leitungswasser und es bleibt dann dort auch stehen, jedes Mal, wenn ich den Filter wieder ausmache und nicht benutze. Und der innere Ring, da siehst du, dort fließt das gefilterte Wasser dann wieder raus. Man sieht also hier, wie sich das schon vor dem Filter gesammelt hat. Wie gesagt, es sind nur 6 Monate Benutzung gewesen. Und wenn ich mir überlege, dass das in meiner Suppe oder in meinem Einmachgut drin ist, dann wird mir übel. Deswegen zeige ich euch das heute mal und möchte euch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass nicht nur die Leitungen ziemlich alt sein können, wo das zum Beispiel herkommen kann, sondern dass auch im Trinkwasser oder im Leitungswasser, was ja gute Qualität haben soll, wirklich echt eklige Sachen drin sind. Hier habe ich mal 4 Liter nicht gefiltertes Wasser destilliert und das ist der Rest, der da nur in 4 Litern Leitungswasser drin war. Es ist wundervoll, dass es kein Geruchs-YouTube gibt, denn das stinkt tatsächlich sogar. Also es ist wirklich ekelhaft. Jetzt zeige ich euch mal, was der Filter alles aus dem Wasser rausholen kann. Rechts seht ihr immer den Gutachter, der das bestätigt hat. Da seht ihr hier über 99% der Bakterien im Wasser, über 99% der Mikroorganismen, Pilze und Hefen, über 90% der Schwermetalle, die im Wasser sind. Dann haben wir hier noch über 99% Chlor, Chloroform, Medikamentenrückstände und Pestizide. All das filtert der Filter raus, er lässt aber die guten Mineralien, die der Körper braucht, der lässt sie drin. Hier steht es auch, 10.000 Liter kann so eine Patrone filtern und nach 6 Monaten sollte man sie ungefähr tauschen. Für mich war damals wichtig, dass ich einen Trinkwasserfilter finde, den ich alleine einbauen kann und der nicht fest unten drunter verbaut werden muss. Sowas gibt es auch bei der Firma Sanazell. Ich habe heute auch einen 10% Gutschein für euch. Wenn ihr euch überlegt, einen Wasserfilter zu kaufen, ist das gerade ein richtig tolles Angebot, weil natürlich auch die Mehrwertsteuer im Moment euch gutgeschrieben wird. Also habt ihr insgesamt 13% Rabatt. Der Filter hier, den ich habe, ist ein Auftischfilter, den man selber installieren kann. Und das hier ist dieser Aufsatz, der auch mitgeliefert wird. Der wird einfach an den ganz normalen Wasserhahn angeschraubt. Dafür habe ich unten das letzte Rädchen abgedreht und den Aufsatz drauf gemacht. Und jetzt konnte ich selbst den Wasserfilter anschließen. Das rechte Hähnchen hier, der kleine, der nach unten zeigt, das ist quasi das Umschalthähnchen. Solange der nach unten zeigt, kommt das Wasser aus dem Wasserhahn und wenn man ihn dann umlegt, dann fließt das Wasser schon in den Filter und kommt aus dem Trinkwasserfilter gefiltert wieder raus. Der Anschluss hier ist ganz einfach, das ist der Zulauf für den Filter, den steckt man hier auf, schraubt das Rädchen fest und schon ist alles fertig für den Trinkwasserfilter und man kann Wasser trinken und auch mit Wasser kochen.
wo eben keine Rückstände von Pestiziden oder Medikamente mehr drin sind, sondern es ist gereinigtes Wasser, schmeckt super lecker, das wird euch die Kehle runterfließen und die guten Mineralien bleiben drin. Jetzt habe ich ihn schon installiert, so einfach war das. Hier ist unten der Filter zu sehen. Jetzt habe ich das Hähnchen hier umgeschaltet und ihr seht, jetzt kommt das Wasser aus dem Filter und dann kann ich es wieder umschalten und schon kommt es unten ganz normal aus dem Wasserhahn. Also einfacher kann man ihn nicht installieren und ich habe jetzt einen 10% Gutschein für euch, für alle Filter, also auch für Untertischfilter. Die Firma habe ich euch unten, Sanazell, habe ich euch verlinkt in dem Shop. Ihr könnt gerne gucken, wenn euch ein Wasserfilter interessiert. Naturgemacht 10, Haus Eis der Gutschein. Und bis zum 6.10. könnt ihr auf alle Produkte der Firma Sanazell 10% mit dem Gutscheincode bekommen. Alles andere findet ihr unten nochmal in der Infobox. Und ich wünsche euch Prost und gutes Trinken. Bis zum nächsten Mal.